Hallo zu einem neuen Video von uns. Heute mal mit einem kleinen, sagen wir mal mit einem kleinen Experiment. Eine Sache, die wir vorher noch nie gemacht haben und die wir jetzt einfach mal ausprobieren. Und zwar wollen wir gern unsere VW-Embleme vorn und hinten, die guten Stücke hier, ja, nicht in der Chromoptik lassen, sondern gerne in eine Holzoptik versetzen. Und dazu habe ich im ersten Versuch diese Holzfolie besorgt. Das ist Folie für den Möbelbereich, also zum Beispiel für Küchenfronten oder so, um die zu bekleben. Und damit habe ich das als erstes probiert, das hat nicht geklappt. Ich denke, das liegt daran, dass diese Folie eine 2D-Folie ist und wir aber 3D-Klebung vornehmen müssen. Und deswegen, ich habe das dreimal probiert und habe es dann aufgegeben und bin dann auf den Wassertransferdruck gekommen. Wie gesagt, das ist eine Geschichte, die habe ich noch nie probiert. Und wir wollen das Ganze mal angehen und schauen, ob das klappt. Fairerweise muss ich dazu sagen, ich habe gestern schon mal einen Test gemacht. Und habe mir die Buchstaben genommen von dem Crafter-Schriftzug und habe da drei Versuche gemacht. Ich zeige euch das mal. Einmal habe ich die Folie aufgebracht hier auf dieses reine Chrom, also so auf das Original. Das sah schon relativ okay aus. Man hat auf jeden Fall die Folienstruktur erkannt. Dann habe ich hier bei dem R, habe ich vorher den Buchstaben schwarz lackiert und dann die Folie draufgezogen und das hat uns überhaupt nicht gefallen. Also hier sieht man einfach nur, es sieht aus wie ein Braun dahingeschissen. Also das gefällt uns überhaupt nicht. Und dann sind wir auf die Idee gekommen, den Buchstaben vorher weiß zu lackieren und dann die Folie aufzubringen. Und das Ergebnis hat uns schon richtig gut gefallen. Und genauso werden wir das jetzt machen. Also es ist nicht ganz das erste Mal, es ist quasi das zweite Mal, aber wir gehen jetzt das Ganze mal Schritt für Schritt durch. Was ich zuvor schon gemacht habe, ich habe hier die VW-Zeichen von den Trägern getrennt. Also wir haben hier das Frontzeichen, das war quasi hier so drauf und das habe ich vorsichtig gelöst und kann jetzt das reine Chromteil hier bearbeiten und dieser Träger bleibt so original wie er ist. Der wird nur nochmal gereinigt, bevor das wieder drauf geklickt wird. Das Heckzeichen hatte ich schon eine Weile abgemacht. Das ist ja auch auf so einer Plastikscheibe drauf, die dann hinten an der Hecktür festgeschraubt ist. Und hier habe ich das auch probiert mit der Klebefolie, was, ja, wie gesagt, nicht geklappt hat. Man kann das ein Stück weit, kriegt man das hin, die Flächen zu machen mit der Folie. Aber mehr geht da nicht. Wir wollen ja auch hier richtig in die Ritzen rein. Und da ist jetzt halt die Hoffnung auf diesen Wassertransferdruck, wenn ich das tauche, dass das sich ja schön rumzieht. Ja, bestellt haben wir das Ganze übers Internet. Ich habe mir auch über YouTube ein, zwei Videos angeschaut und man kommt da relativ schnell auf einen Lieferanten für die Geschichten in Deutschland. Ja, ich schaue hier runter, weil hier stehen so ein bisschen die Sachen, die ich bestellt habe. Aber ich denke, ich werde mich mal hinhocken, die Kamera umstellen und dann zeige ich euch mal, was da gekommen ist und was wir hierzu alles benötigen. Und ja, dann beginnen wir das Ganze mal. So, entschuldigt die Unordnung, hier sieht es aus in der Rumpelkammer. Normalerweise arbeite ich ja auch draußen in der Garage und nicht hier unten, aber das Wetter ist katastrophal und es ist auch mittlerweile ein bisschen zu kalt, um so eine Sachen draußen zu machen, die hier mit Lack zu tun haben. Da habe ich mich mal ausnahmsweise in den Keller verkrümelt. Hier hinten stehen auch noch die ganzen Sachen für den Camper rum. Das sind zum Beispiel die Verdunklungsrollos und hier ganz vorne das Paket ist die Wasserarmatur. Aber das seht ihr in den anderen Videos. Also bestellt haben wir das Ganze bei MST Design und da kam eine Rolle mit der Folie. Man kann da einen Laufmeter bestellen, sieht jetzt hier auf der Rolle relativ dunkel aus, aber wenn das dann aufgetragen ist auf dem weißen Lack, das werdet ihr ja dann am Ende des Videos sehen, wirkt das ganz anders. Also da gibt es, ich glaube, tausende Varianten zur Auswahl, was für Folie man da ordern kann und wir wollten ja diese Holzoptik. Dann der Aktivator, den braucht man dann, um die Folie zu aktivieren, bevor das Werkstück getaucht wird. Dann habe ich mitbestellt, weil ich mir nicht mehr sicher war, ob ich noch was da habe,
in einen Komponenten Klarlack. Der wird ganz am Ende, wenn das Teil fertig ist, aufgesprüht und muss dann ja, 24 Stunden trocknen. So, zur Vorbehandlung habe ich hier so ein Schleifvlies, so eine Pads. Ich glaube, der Hersteller gibt 800er Körnung vor zum Schleifen. Ich habe jetzt hier, das ist 500er. Genau, das funktioniert ganz gut. Dann habe ich immer das schwarze Spray, was wir nicht verwenden, was ich gestern getestet habe. Dann habe ich hier ein ganz normales, glänzend weißes Spray, womit wir die Teile vorab ja, weiß lackieren. Und dann habe ich hier noch einen Bremsenreiniger zum Entfetten, Kreppband, um die Folie ja, zu fixieren. Das werdet ihr dann im Video sehen. Und dann habe ich hier noch von unseren Kindern ein Wasserthermometer. Wofür das ist, zeige ich auch später. Ein Cuttermesser, ja, ein paar Putzlappen und hier noch ein Handtuch, damit ich mir die Hände zwischendurch abtrocknen kann in dem Wasserbad. Also, wenn ich in dem Wasserbad drin war. So, dann haben wir hier, ich habe jetzt hier so eine kleine grüne Kunststoffwanne genommen. Für meine kleinen Teile reicht das zu, wo das Wasser dann reinkommt. Und das Ganze steht hier einfach in so einer großen Pappe. Hier seht ihr schon von den Lackierversuchen, von den Tests gestern. Das mache ich jetzt hier unten, dadurch, dass das so wenig ist, geht das auch mit den Aerosolen. Ich habe hier ein Fenster oben, das mache ich dann auf. Und dann hält man das aus. Das ist jetzt ja wirklich eine Ausnahme. Wir beginnen jetzt mal mit dem ersten Schritt. Das ist das Abschleifen. Also gereinigt sind die Teile schon. Jetzt werden sie angeschliffen, sodass eine schöne raue Oberfläche ist. Und ja, genau damit beginnen wir jetzt. Also ich habe ja jetzt das vordere und hintere Emblem. Und ich mache die jetzt immer beide den gleichen Schritt fertig. Also im ersten Schritt jetzt quasi beide schleifen. Und danach werden beide weiß lackiert und dann müssen sie erstmal mindestens eine halbe Stunde trocknen, bevor die dann getaucht werden können. So, im nächsten Schritt müssen wir die Sachen entfetten. Und wie gesagt, dazu nehme ich einen Bremsenreiniger und hier so ein Putztuch. Dann entfette ich die schön, bevor ich die dann hier gleich reinlege zum Lackieren. Ja, man muss natürlich sagen, man kann so eine Zeichnung auch einfach original lassen oder was wir auch schon viel gesehen haben, ist, dass man die irgendwie schwarz lackiert. Wir hätten die auch mit dem Raptor mit schwarz machen können, das war auch eine Überlegung. Aber manchmal hat man ja so einen kleinen Spleen im Kopf und will das ein bisschen anders haben. Und wir dachten irgendwie, zum Gesamtkonzept vom Auto passt das Chrom nicht mehr. Und sind dann auf die Idee gekommen, dass man das so ein bisschen der Dachterrasse anpasst. Ja, so ist dann die Idee geboren, dass das diese Holzoptik bekommen soll. Ist eigentlich ja nicht so wichtig, wie noch viele andere Sachen in dem Umbau. Aber das ist halt auch so eine Kleinigkeit, die in gewisser Weise, finden wir zumindest, das Fahrzeug dann noch auch einmalig machen. Außerdem immer ganz interessant, mal so neue Sachen auszuprobieren, ne? Genau. So. Schön, jetzt lege ich die hier so gleich rein in die Pappe. Schüttle ich erstmal die Dose hier schön. Mal dran denken, Sprühdosen, die eine Kugel drin haben, sollten mindestens 2 Minuten geschüttelt werden. So, das Ganze lasse ich jetzt mindestens eine halbe Stunde trocknen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, 30 Minuten später sehen die Teile jetzt so aus. Also die sind jetzt halt glanzweiß lackiert. Und im nächsten Schritt bereite ich mir jetzt die Folie vor. Jetzt habe ich mir schon die Pappe hingelegt. Und da schneiden wir
entsprechend ein Stück ab und fixieren das Ganze mit Krippband. Und das machen wir jetzt mal. Also die Folie ist so dünn, die rollt sich hier immer wieder ein. Und deswegen fixiere ich hier schon die erste Seite. Und jetzt auch gleich die zweite Seite. Dann kann die sich erstmal nicht mehr so zusammenrollen. So, jetzt gehe ich mir die grüne Wasser mit warmem Wasser füllen und bin gleich wieder hier. Deswegen das Kinderbadethermometer. Also 30 Grad soll das Wasser sein. Ich mache das so 32, damit mir das nicht unter die 30 absackt, bevor der Tauchvorgang startet. Und ich ziehe mir hier auch so einen Gummihandschuh an, damit ich nicht unbedingt mit der Haut und der Chemie in Berührung komme. Jetzt nehme ich mir hier eine Stoppuhr dazu, weil die Folie soll 90 Sekunden auf dem Wasser schon vorweichen, bevor der Aktivator drauf kommt. Also nehme ich jetzt hier die Folie mit dem Klebestreifen, lege die jetzt hier aus Wasser und starte jetzt hier die Stoppuhr. So, in den 90 Sekunden haben wir Zeit, den Aktivator zu schütteln. Jetzt gehe ich mit dem Aktivator zweimal hier drüber. Und nun tauchen wir das Werkstück, in dem Fall hier unser hinteres VW-Zeichen, in diese Folie ein. Ein spannender Moment, ich hoffe, dass das jetzt hier klappt. Sieht doch schon ganz gut aus. Und muss jetzt 30 Sekunden warten, das abwaschen. Dazu gehe ich mal rüber in die Waschküche und bin dann gleich wieder da. Und so sieht das Ganze jetzt aus. Also wichtig ist hier nochmal nach dem Tauchgang, das unter, also so 30 Sekunden warten und dann unter fließendem Wasser schön abzuwaschen. Man hat hier so eine Gelee-artige Schicht drauf und die hält sich auch relativ doll. Also ich gehe dann immer vorsichtig so mit dem Finger die einzelnen Streben hier nach, bis man ja das so spürt, dass es dann so trocken wird. So ein, also man merkt, dass es nicht mehr so glitschig. Genau, das Ganze muss jetzt noch, also es ist jetzt schon angetrocknet, aber das muss jetzt noch mindestens 30 Minuten trocknen. Und dann kommt auf das noch die Klarlackschicht drauf. Ich werde in der Zwischenzeit mal das vordere Zeichen noch fertig machen, sodass dann beide Zeichen gleichzeitig mit dem Klarlack übersehen werden können. Und wenn das Ganze fertig ist, dann zeige ich euch nochmal, wie das am Auto aussieht. Und genau, das soll es dann auch mit dem Video gewesen sein. Ich hoffe, es hat gefallen. War mal ein bisschen was anderes, war auch für mich ein Experiment. Ja, aber das Ergebnis kann sich, denke ich, sehen lassen. Ist vielleicht jetzt ein bisschen dunkel. Hier nochmal ein bisschen im Licht. Und da sind wir ganz happy drüber. Genau. Und dann seht ihr gleich die Bilder, wie es am Auto aussieht. Also, bis bald. Tschüssi.